euch Leute, mein Name ist Carlo von GoKeeper. Ich bin juckt. Und heute gibt es wieder nach langer... Ein paar Sekunden später. Eine Ewigkeit später. Drei Wochen später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Langer, langer Zeit. Ein special-mäßiges Special-Video. Und die Special-Videos brauche ich... Und mit dabei, Leute, ist heute ein dritter Special-Cast. Unser neues Maskottchen. Begrüßt mit mir... Bin juckt. Und die erste essentielle Frage ist, wie viele Likes schaffen wir auf dieses Video? Das letzte Video hatte über 30.000 Likes nach einem Tag. Lemo? 40.000 Likes! 40.000 Likes! Ja! Moin Leute, 40.000 Likes! Lemo? Und wir reacten heute auf meinen Drehtag mit meinem Landsmann Lewandowski. Digga, was glaubst du? Was glaubst du? Wer hat gewonnen? Ich glaube, er hat dich heftig abgezogen. Wobei, ich kenne dich ja, ne? Komm! Du weißt, also, er hat es auf jeden Fall nicht einfach gehabt. Ne? Okay, ich würde sagen, bevor wir weiter schnacken, machen wir weiter. Let's go. Gar keinen Sinn, okay, let's go. Servus und willkommen zum neuen Video. Wir sind die Freaky Gast und heute haben wir passend zum neuen... Fun Fact ist da, ich war behind the camera und musste so ein Licht halten, dass das Licht da gut kommt. Also ich war essentiell in dieser Aufnahme. Ich war ungefähr hier. Servus, Mann. Servus, Männer. Liebe ist in der Building. Los geht's. Der ist so breit, ich glaube, der muss größer hoch 10, Mann. So, guck mal, da war schon der... Nice Boy zu sehen, ne? Also vorweg, es geht quasi jetzt hier um Free Kicks, okay? Lieber Hakan, Chalanolu, können wir auch mal drauf ranken, wenn du möchtest. Keeper liegt bei jeder Freischussposition einen Feuer und einen genau, Konz, erklär's jetzt. Tor fest. Wenn Lewandowski als Feuerspieler den Feierspot trifft, bekommt er 2 Punkte. Trifft den der Torwart muss immer sagen, ne? Genau, ich habe gesagt, okay, wo ist Feuerspot, wo ist Eispot? Und wenn die quasi ist... Also hat unten aber rechts Feuer, unten links. Genau. Siehst du auch gleich. Und ansonsten sind es eigentlich Free Kicks quasi mit der kleinen Besonderheit. Hier. Ich würde sagen, ich habe schon 3 gute Freekicker vor mir. Levi natürlich als Stürmer, Konzi ist der Knuckleball Master und Michi kann Curveballs wie ein. Also Nachkubanito. Nachkubanito. und Michi kann Curveballs. Ja, die kann er echt gut. Mega geil, Mann. Hier, ich hab jetzt unten links Eis und oben rechts Feuer, ne? So. Guck mal, der erste Ball. Der erste Ball ist wie die Show, Leute. Danke euch schon die ersten Hater. Guck mal, diese Show-Parade. Hab ich gelernt von Konzi. 30.000 Menschen im Stadion, Champions League Finale. Ja, ist gar Champions League. Ja, guck mal, Konzi konnte einfach mit dem Druck nicht mithalten, ne? Das ist das Ding. Jetzt kommt Levi, ich hatte richtig. Guck mal, schön gehalten erstmal, ne? Schön gehalten, erstmal Konz Statements gesetzt. Der war halt auch nicht gut genug geschossen. Ja, Mann, der war halt nicht wie Kuba geschossen, ne? Das Ding war, ich hatte echt wirklich, wirklich Respekt vor Levi. Weil der Junge ist halt einfach eiskalt. Der ist halt nicht so hakern, der muss den... Levi muss den Ball nicht perfekt in den Winkel schießen. Levi kann auch einfach schön eiskalt reinrutschen. Was war da los mit Konzi? Konzi, was ist los? Konzi, dann eine Leistung war... Ne, da kommt noch, glaub mir, Konzi kommt noch. Wir waren da alle kalt eigentlich, ne, deswegen. Nur eine Hand! Vor allem bei dem Ball habe ich gesagt, eine Hand. Ich habe eine Hand gesagt, eine Hand und dann gehalten. Ihr kennt diesen One-Hand-Move, ne, von mir. One-Hand-Move. Hast du aber was für Leber auf Polnisch gesagt? So eine Hand, oder? Nee, auf Deutsch, weil alle verstehen mussten, dass ich eine Hand machen werde jetzt. Aber, Spoiler, es ist nicht das erste und das einzige Mal in diesem Video, wo ich eine Hand mache. Guck mal, siehst du, in der Position kann mich niemand schlagen gerade, ne? Levi nicht, Michi nicht, Konzi nicht. Der Boy was on fire, brothers. Er macht extra. So, Levi. Aber der war so knapp. Aber du hast gesehen, Digga, Auge. Du hast gesehen, Auge? Auge war da. Was für Auge? Was du darfst ja auch die Frage. Ich sag noch Auge. Ich sag noch Auge war da. Ihr kennt mich, Leute. One-Hand-Move und Auge. Tschüss. Aber zählt nicht. Zählt nicht, weil er hat als Eisfußler ins Feuer getroffen. Es ist Feuer. Und alles schmilzt bei Feuer. War mein Luck, weil der hat einen richtig fetten Curveball geschossen, Digga. Michi ist für mich der wohl heftigste Curveballschießer, so. Er hat echt gute Curves. Die hat er drauf. Ja. Junge, da ist da, der Boy ist da. Hast du echt gut gekratzt. Guck mal, schön noch Slow-Mo rein, Zoom rein. Dankeschön an Konzi für die. Guck mal da, Junge, wie viel Pech der hatte, Digga. Ich bin geflogen und ich wusste, der Ball geht rein. Ich bin nur noch so geflogen, weil ich einfach fliegen musste, fürs Aussehen, so weißt du.
Digga, du siehst schon, ich zieh die Hand schon weg, weil der war hardcore. Also geht die erste Position an mich, Digga. 1-0 für mich. So, Eis und Feuer gesetzt wieder. Was sagst du zu dem Nike-Handschuhen? Wir machen noch eine Wette am besten. Kein Kommentar. Ich bin leider Gottes einfach überragend überzeugt von Adidas, dann Keeper Sport und dann erst so Nike-Puma-mäßig. So. Ja, ich glaube, damals, wo ich kurz Torwart war, habe ich auch immer. Stimmt, Leute. Ihr wisst jetzt nicht, aber Kuba war eigentlich auch früher Keeper. Und es gab hier ein oder andere Kommentare bei unserem Video, dass du mal ins Tor gehen sollst und nicht sollst schießen. Ja, das wäre ich vielleicht, glaube ich. Kann man locker machen. Ich könnte ja mal unten in die Kommentare schreiben, easy, wenn ihr das feiern würde. Und das ist Tor. Ah, noch nicht Tor. Ich dachte schon Tor. Die Musik ist geil, Mann. Bei FK gibt es immer die heftigsten Beats so. Also kannst du hier einfach das Öhrchen die Musik. No joke. Guck mal da. Hätte ich halten können. Was war da los? Dachte, das Ding war, jetzt mal hier. Nein, behind the scenes Information. Levi hat nach der ersten Position, weil wir echt lange geschossen haben, weil die gewonnen quasi. Ne? Wir haben nicht es hinbekommen, dass die gewinnen können, zeitlich gesehen. Dann Levi auf Polish gemeint, Digga, ich hab keinen Bock mehr so. Echt? Ja, for real, der meint so. Was heißt das auf Polish? Ich sag lieber nicht, Digga, weil Polish ist nicht das Beste, Digga. Nachher kommen die ein oder anderen polnischen Zuschauer und hate mich über meine polnische Sprache. Also der hat irgendwie gesagt, dass er einfach keine Lust mehr hat, weil er einfach erschöpft wird, weil an dem Drehtag. So hat er sicher noch Spiel oder so. Genau, der hatte einen Tag davor ein Spiel gehabt. So. Ja. Also er war einfach schon krafttechnisch echt am Arsch. So. Ja. Und dann dachte ich mir, komm, die mittlere Position ist echt schwierig für mich gewesen. Okay, und dann mache ich Double Halbplank, regeneriere mich einfach, gib dann den Jungs ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Chancen. Und jetzt in dieser Position zerstöre ich wieder alles. Glaub mir. Ja, ist ja auch verständlich, wenn du so viel Training hast. Und ja, voll klar, man. Der hatte Spiel, dann Training und der hatte Safe danach auch wieder Training. So. Also, ja, klar, das ist auch. Position, ne? Ja. 2-2-2, das ist sehr, sehr knapp, Mann. So, eigentlich führe ich gerade, weil ich. Also, alle sind quasi unentschieden. Position 1 gegen mich, die zweite gegen alle drei. Und jetzt kommt das Golden Ecke. Das Goldecke, alles klar. Aber. Also, er hat auf jeden Fall schon besser geschossen. Ich glaube, beim letzten Video hat Lewandowski. Wann ist sein Tag? Der war so knapp, ne? Digga, mich ist Curse, Alter. Das war Thomas schön. Das war Thomas richtig schön. Schönes Ding. Hat Konzi mich echt überrascht, Mann. Weil Konzi schießt selten so. Wenn Konzi schießt, ist es immer Knuckle in dem Winkel oder Körper, aber nie auf Bolzen. Das ist eher so Lukas Job. Guck mal. Halt mal ganz kurz. Lass ihn mal rein! Lass ihn mal rein! Okay, Kuba, ich habe ja gesagt, dass ich nochmal diesen einen Handmove gemacht habe, ne? Der war nicht drin, Digga. Hast ihn aber nicht gemacht. Doch, Digga. Ihr glaubt mir jetzt nicht, aber ich habe diesen einen Handmove nochmal gemacht, ich habe ihn nochmal gehalten. Aber ich glaube einfach, ja, ergebnistechnisch hätte das Ganze nichts ausgemacht, wenn ich den nächsten Ball auch noch gehalten hätte. Naja. Ich würde sagen, du hast mal wieder definitiv bewiesen, dass du der Beste. Danke, Bruder. Ich würde sagen, ein Like, schaut bei ihm vorbei bei seinem Video. Kommentieren, liken, teilen. Escalation, nicht vergessen. Eskalation! Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.